Herzlich willkommen beim Podcast Inspirationstüte. Mein Name ist Natascha Zeller und hier erwarten dich verschiedene Themen rund um ein bewusstes Leben. Bist du vielseitig interessiert? Lässt du dich gerne inspirieren und bist offen, auch mal neue und alternative Wege zu gehen? Bist du manchmal auf der Suche nach einer etwas anderen Lösung und hast sie noch nicht gefunden? Dann bist du hier genau richtig. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Inspiration. Ich finde Menschen, Kulturen und andere Länder super faszinierend und mega spannend. Und ja, ich reise gerne, ich halte überall meine Ohren und Augen offen und bin so auch auf das Thema oder auf das Projekt Nainami gestoßen. Und war total fasziniert von der Idee und der Umsetzung und habe mich dann an Gianmarco Marinello gewendet, einen der Gründer. Und ja, wir haben uns mal getroffen, er hat mir erzählt, wie was, wo er da gemacht hat, warum, was seine Beweggründe sind. Und wir haben dann ein Interview gemacht. Dieses Interview hörst du jetzt. Ich hoffe, dass es dir genauso Spaß macht, Gianmarco zuzuhören wie mir und es dich inspirieren kann und vielleicht auch eine andere Sicht auf Menschen, auf Afrika und andere Situationen geben kann. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo Gianmarco. Hallo Natascha. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und über dein Projekt in Kenia sprichst. Gerne. Ja, du kommst aus Zürich, hast hier Psychologie studiert und in der Wirtschaft gearbeitet. Und über dein Nachdiplomstudium Soziale Innovation bist du dann nach Kenia gegangen. Da hast du Nainami gegründet und ja, möchtest du dich noch ein bisschen genauer, detaillierter vorstellen und ja, erzählen, gerne, was ja. Nainami ist? Vielen Dank. Also freut mich, dass ich heute hier teilnehmen darf und von meiner Geschichte erzählen darf und mit der Hoffnung, dass es andere Menschen inspiriert. Also ich bin jetzt 34 Jahre alt, komme aus der Schweiz, aus Zürich und ich bin hier geboren und aufgewachsen. Und wie du schon erwähnt hast, ich hatte ursprünglich mal Psychologie studiert. Und dann bin ich so ein bisschen von meinem inneren Weg abgerutscht. Ich habe auf andere Leute geschaut. Ich habe mich mehr fremdorientiert als auf mich selbst gehört. Und habe in der Privatwirtschaft gearbeitet, in HR, im Management Support, im Consulting. Ich habe immer die Stelle gewechselt und war immer auf der Suche, wo gehöre ich eigentlich hin? Wer bin ich? Was mache ich gerne? Wo ist meine Zukunft? Und ich bin immer weiter abgedriftet, bis ich dann mal als Business Analyst im Management Controlling gelandet bin. Und das war dann so die Sackgasse. Da habe ich gemerkt, hey, du hast einmal Psychologie studiert und jetzt bist du an einem komplett anderen Ort. Das bist nicht mehr du. Damit kannst du dich nicht mehr identifizieren. Obwohl, es hat mir immer Spaß gemacht, die Jobs und Arbeitgeber zu wechseln. Denn was mich antreibt im allgemeinen Leben ist, meine Leidenschaft ist es, immer wieder in neue Umwelten abzutauchen, die Muster zu erkennen, die Dynamiken zu lernen und immer mit dem Ziel, mich dann einzufügen und anzupassen und etwas mitzunehmen. Aber jedes Mal, wenn ich das erreicht habe, dann wird mir langweilig und dann will ich weitergehen. Und dann wusste ich, da fehlt was. Okay, das hat Spaß gemacht, ich habe auch viel gelernt, ich bereue nichts. Aber dann wusste ich, so kann es nicht weitergehen. Es muss einen Ort geben, wo ich auch länger sein kann, weil ich mich dort wirklich ausleben kann und mein Potenzial entfalten kann. Und zwar so mit meinem Kern, wer ich wirklich bin. Und so wurde mir bewusst, ich muss wieder zurück in den sozialen Sektor. Ich habe mal Psychologie studiert. Und dann bin ich dem Amani-Institut in Kenia über den Weg gelaufen. Die bieten ein Programm an, Social Innovation Management heißt das. Und was ich dort gelernt habe bei dieser praxisorientierten Ausbildung, ist eigentlich unternehmerisch im sozialen Sektor tätig zu werden. Und ich hatte schon immer den Antrieb,
etwas mit jungen Menschen zusammen auf die Beine zu stellen, mit dem Ziel, diesen jungen Menschen weiterzuhelfen im Leben. Also wenn ich auch zurückschaue, schon seit ich denken kann, das ist wirklich, wer ich bin, und auch mein innerer Antrieb ist es, anderen Menschen, die mir was bedeuten, helfen, im Leben weiterzukommen. Das ist jetzt sehr allgemein ausgedrückt. Und da bin ich auch immer noch auf der Suche, wohin es genau gehen wird in Zukunft. Wobei in Kenia, in Nairobi, ist die Hauptstadt von Kenia, dort habe ich gelebt und studiert und bin jetzt 3 Jahre dort gewesen. Und dort konnte ich mal wirklich ausleben und umsetzen, wer ich wirklich bin. Und zwar habe ich ein sogenanntes Social Enterprise gegründet für Jugendliche aus den Slums. Was mich immer angezogen hat, ist Ungleichheit. Dieses Thema hat mich schon immer interessiert. Und zwar Ungleichheit in Höchstform, wenn man mal so sagen darf. Und Städte wie Nairobi oder es gibt noch viele andere Städte, Großstädte auf der Welt, die repräsentieren eigentlich den momentanen globalen Status auf dieser Welt. Und zwar trifft dort wirklich die Ungleichheit vollkommen aufeinander, also von arm bis reich. Und man bekommt man erlebt den gesellschaftlichen Wandel eigentlich wie sonst nirgends. Und auch den Fortschritt auf der Welt und wie viele davon profitieren können, wie viele nicht, wen es betrifft. Also sozusagen diese Städte repräsentieren den globalen Stand wie kein anderer Ort. Und das zieht mich an. Da kann ich wieder in die verschiedenen Welten abtauchen. Und das habe ich auch gemacht. Ich bin dann in das sogenannte Matare-Slum in Nairobi und wollte den Jugendlichen dort beziehungsweise jungen Erwachsenen irgendwie helfen, im Leben weiterzukommen. Weil die Situation in den Slums, um es einfach beschreiben zu können, ist eigentlich folgendermaßen. Die Slums, die sind am Wachsen, weil die Leute ziehen vom Land in die Stadt in der Hoffnung, dass sie eine bessere Zukunft haben. Und was in diesen Slums abläuft, ist eigentlich so, dass der normale Zustand ist, dass man, wenn man auf die Welt kommt, häufig ist man der Sohn oder die Tochter einer alleinerziehenden Mutter, die von morgens bis abends versucht, irgendwie zu Geld zu kommen, um Essen auf den Tisch zu bringen und die sogenannten School Fees, also für die Schule, zu bezahlen. Das bedeutet aber auch, es gibt wenig Rollenmodelle, Idole in diesen Slums. Und als Kind, man ist ziemlich auf sich alleine gestellt. Und die äußeren Einflüsse nehmen schnell Überhand über die Situation. Und die Situation, man lebt in den Tag hinein, ist immer unsicher. Also häufig passiert es auch, dass die Mutter dann zu wenig Geld verdient, es gibt familiäre Probleme, man kommt in die falschen Kreise, man hat die falschen Freunde und so ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass wenn man in einem Slum aufwächst, dass man auf die schiefe Bahn gerät. Also ist eigentlich Normalzustand, insbesondere bei jungen Männern. Und was häufig passiert ist, viele von diesen jungen Männern, die sind auf sich alleine gestellt, schon von Kleinkindalter an, und sie werden dann irgendwann zu Straßenkindern. Also sie ziehen sich selbst groß, sie gehen ins Stadtzentrum und haben dann ihre anderen Straßenkinderfreunde und man beginnt mit Betteln. Man startet so eigentlich seine alternative Karriere, sage ich mal, weil die andere Welt, die offizielle Welt, um da Fuß zu fassen, das ist relativ schwierig, wenn man in einem Slum aufwächst. Und was dann geschieht, ist, man beginnt mit Betteln und dann beginnt die kriminelle Karriere. Also je älter man wird, je länger man auf der Straße lebt, umso mehr rutscht man dann auch in die Kriminalität ab.
Und bis es dann im Alter von 16, 17, 18 Jahren, wenn man dann noch am Leben ist, sind dann auch viele schwer kriminell und drogenabhängig. Und das geht dann bis zu bewaffneten Raubüberfällen, in Gangs etc. Was ich aber erkannt habe, als ich in dieses Slum ging und mit diesen Jugendlichen und jungen Erwachsenen gesprochen habe, ist, sie haben auch keine Alternative. Das ist einfach der Normalzustand für sie. Und es ist nicht so, dass sie von Natur aus kriminell sind oder schlechte Menschen sind. Was ich auch erkannt habe, ist diese Lebensenergie, die sie haben. Also da ist jedes Mal, wenn ich dort war und dann wieder nach Hause ging, habe ich gemerkt, ich war richtig infiziert von dieser Energie. Und ich spürte, da ist was, da ist was vorhanden. Klar, ist jetzt momentan irgendwie negativ, wird das eingesetzt oder umgesetzt, aber ich wusste, daraus kann man was machen. Und mir war auch immer wichtig, ich gehe nicht in ein Slum, um jemandem Hilfe anzubieten, weil ich weiß auch, das funktioniert nicht. Es ging mir mehr darum, wie kann ich auf Augenhöhe mich mit diesen Jugendlichen und jungen Erwachsenen treffen und zusammen etwas auf die Beine stellen, so dass ich eigentlich meine Passion ausleben kann und meine wahren Fähigkeiten einsetzen kann, so dass es ihnen dabei hilft, im Leben weiterzukommen. Und das haben wir dann schlussendlich auch gemacht. Also begonnen haben wir mit drei Jugendlichen, die eigentlich genau diese Situation, in dieser Situation sind, die ich soeben beschrieben habe. Wir sind zusammengekommen, haben uns wirklich auf Augenhöhe getroffen. Das ist auch wichtig. Also ich habe sie respektiert, weil sie kommen aus einer anderen Welt als ich. Und sie haben mich respektiert und ich komme aus einer anderen Welt. Und das ist wichtig, diese Augenhöhe. Wenn das nicht vorhanden ist, dann existiert auch keine Vertrauensbasis. Und man respektiert auch seine Limiten. Also bis heute sage ich, ich werde niemals verstehen, woher sie kommen und was sie erlebt haben. Muss ich aber auch nicht. Und sie werden niemals meine Welt verstehen. Müssen sie auch nicht. Sondern wir haben wirklich die gemeinsamen Nenner gefunden und uns so mental getroffen, um dann etwas kreativ zu erstellen. Und was wir dann, wie ich dann vorgegangen bin, ist, sobald ich dieses Vertrauen geschaffen habe, sobald wir uns gefunden hatten, sind wir zusammengekommen und haben mal analysiert, wer sind sie überhaupt, was wollen sie im Leben? Weil ich verfolge strikt den Ansatz, also das ist wirklich ein Glaube, den ich habe, dass die Menschen, die wirklich erfolgreich sind im Leben, im Sinne von, ich spreche weder von Status noch von Geld, kann ein Nebeneffekt sein, aber erfolgreich im Sinne von, die ein zufriedenes, erfülltes Leben führen und ihre Identifikation ausleben können. Diese Leute haben erkannt, wer sie sind, mit was sie sich identifizieren, worin sie gut sind und auch, was ihnen Sinn gibt im Leben. Und wenn sie das in die Welt hinaustragen können, das ist eigentlich, wonach jeder Mensch sucht, auch meistens unbewusst. Und mir war es dann wichtig, wirklich zu analysieren, wer sind sie, was wollen sie überhaupt, was fehlt ihnen, wo wollen sie hin, was können sie, worin sind sie gut. Und ich habe ihnen eigentlich den Spiegel hingehalten. Und dabei haben wir erkannt, dass sie eigentlich, also ich muss noch schnell erwähnen, sie haben weder einen Schulabschluss, also sind nie wirklich in die Schule gegangen, haben ihr ganzes Leben auf der Straße verbracht und sind wirklich schwer kriminell gewesen. Also wer will da noch was ändern? Es ist eigentlich vorbei. Vor allem, es sind keine Kinder mehr. Diese Jungs, von denen ich spreche, die sind zwischen 23 und 29 Jahre alt. Also jeder normal denkende Mensch sagt, ey, vergiss es, es ist vorbei. Was in vielen Dingen auch stimmt. Aber es ging mir darum, wirklich den Kern herauszufinden. Und was wir dann erkannt haben im Gespräch, was sie so einzigartig macht, sind ihre Street Skills, ihre Lebensgeschichten und ihre Energie.
Und mit Street Skills meine ich, es gibt kein richtig deutsches Wort dafür, also Straßenfähigkeiten, aber man nennt es Street Skills. Die sind wirklich unglaublich faszinierend, weil einige von diesen Jungs, die sind schon seit Kindesalter, 5 Jahre an, sind sie auf sich alleine gestellt in der Stadt von Nairobi und haben überlebt. Und dadurch haben sie diese Fähigkeiten entwickelt. Keiner kennt die Stadt so gut wie sie. Keiner hat mehr Geschichten zu erzählen über jede kleinste Straße, über jeden Hinterhof, über jedes Geschäft, über gewisse Leute und Dynamiken in der Stadt. Sie wissen einfach alles. Sie wissen, wie die Straße funktioniert. Und das in Kombination mit ihrer Persönlichkeit und ihrer Lebensgeschichte, darin habe ich einen Riesenwert gesehen. Und das alleine reicht aber nicht. Wie ich schon erwähnt habe, ich habe immer diese Lebensenergie erkannt. Also sie waren sehr energetisch. Und ich wusste, da ich ja eigentlich Besucher war oder Ausländer oder man kann auch sagen Tourist in dem Sinne, wusste ich, hey, was würde ich von euch wollen? Und was, so sind wir dann gemeinsam auf diese Idee gekommen. Hey, Jungs, was ihr hier zu bieten habt, das müsst ihr nicht für Kriminalität einsetzen. Ihr könnt damit Geld verdienen, und zwar offiziell, indem ihr Wert kreiert für die Gesellschaft. Und was ich damit spezifisch gemeint habe, ist, hey, wieso lebt ihr nicht einfach dieses Leben weiter auf der Straße, das ihr eigentlich immer gelebt habt, mit dem ihr euch identifiziert, und ihr seid die Straße, nur das mal auf eine andere Weise, und zwar in einer Form, dass ihr Touristen wie mich durch die Straßen führt und eigentlich die Nairobi durch eure Augen zeigt. Also ich hatte das Bedürfnis, hey, wie cool ist es, anstelle einer normalen Sightseeing-Tour mit euch durch das Stadtzentrum von Nairobi zu gehen und all eure Geschichten zu hören. Und ihr erklärt mir alle die Dynamiken und was alles so passiert und wie ihr überlebt habt, ist ja höchst spannend. Und so haben wir dann eigentlich diese Idee entwickelt, dass sie heute sogenannte Storytelling-Touren anbieten in Nairobi für Touristen aus aller Welt. Und das ist eine sogenannte Walking-Tour, also zu Fuß. Und jeder Tourist, der heute auf unsere Tour kommt, bekommt auch seinen eigenen Storyteller-Guide. Also unser Ziel war immer, wir wollen diese zwei Welten zusammenbringen. Wir wollen eine Begegnung schaffen, um so auch die Inspiration zu fördern. Also wenn zwei Welten sich auf Augenhöhe begegnen, dann zusammen durch Nairobi laufen, können beide voneinander profitieren. Weil unsere Jungs, die auf der Straße groß geworden sind, haben so Zugang zu Touristen aus aller Welt. Wir hatten prominente Leute aus den USA, wir hatten extrem erfolgreiche Businessleute, die kamen. Wir hatten Experten aus unterschiedlichsten Branchen, aus unterschiedlichsten Ländern. Also bis heute hatten wir Menschen von über 100 verschiedenen Ländern auf der Tour. Und so haben sie einen Zugang zu der Welt, das sie inspiriert. Und zugleich können sie diese Leute ebenfalls inspirieren mit ihrer Welt. Und so verdienen sie heute ihr Lebensunterhalt, indem sie als Tourguides arbeiten. Eigentlich, so gesagt, wie das Leben weiterführen auf der Straße, nur in einer anderen Form. Und sie sind nicht mehr auf Kriminalität angewiesen, haben eine Zukunftsperspektive und neue Inspiration. Und das ist eigentlich das, was wir erreichen wollten. Und bis heute funktioniert es sehr gut. Und der ganze Kern, das ist vielleicht noch mein letzter Satz dazu, also der ganze Kern, der dahinter steckt, ist wirklich, wenn die Leute herausfinden, wer sie wirklich sind und wie sie das, ihre Einzigartigkeit, offiziell einsetzen können für andere, das führt zwangsläufig zum Erfolg. Das ist mein Glaube, weil es sogar bei solchen schweren Jungs aus Nairobi, Straßenkinder, kriminell, keinen Schulabschluss, wenn es mit diesen funktioniert, dann muss es mit jedem Menschen funktionieren. Das ist mein
glaube daran. Ja, ja, das glaube ich auch. Wow, ich finde es mega, was du da gemacht hast und auch, es klingt super spannend. Ich habe mich nur jetzt so gefragt, wenn du jetzt so auf Straßenkids triffst, also so junge Männer, die wirklich ein krasses Leben hinter sich haben und nur die Kriminalität kennen und wahrscheinlich auch von der normalen Gesellschaft wie abgestoßen wird. Wenn du jetzt da kommst und so einen Vorschlag machst, die könnten doch jetzt normal arbeiten und die müssten gar nicht mehr kriminell sein und es wäre auch für sie möglich, einen normalen Job zu haben und so sich eine Zukunft zu sichern. Wie haben sie das am Anfang aufgenommen? Also konnten die das direkt glauben und waren interessiert oder? Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist wirklich die, also ich war mir das selbst gar nicht bewusst, weil das ist einfach, wer ich bin und ich war schon immer so, irgendwie habe ich die Fähigkeit, egal wohin ich gehe, wenn ich es will, eine Beziehung zu Leuten aufzubauen, eine vertrauenswürdige Beziehung, egal wo oder mit wem, also nicht immer, aber in der Regel funktioniert es. Und ich war mit dem gar nicht bewusst, weil für mich ist es einfach normal. Ich war schon immer so. Was aber ganz, jetzt, wenn ich zurückblicke, weil das fragen mich viele Leute, ich habe es jetzt so mehr analysiert, also versucht zu verstehen, was dahinter steckt. Was wirklich extrem wichtig ist, man muss diese Bescheidenheit haben und diesen Respekt vor dem Gegenüber. Also, Ich bin niemals ins, wenn ich an so einen Ort gehe wie ins Matares-Land, dann bin ich wirklich dort, um zu lernen und ich bin fasziniert und ich will zuhören, was die zu erzählen haben. Also alleine schon durch diesen Prozess erkennt das Gegenüber dann die Neugier. Also ich meine es auch wirklich ernst, also weil es mich fasziniert. Und dann öffnen sich die Leute auch. Und im Gegenzug ist es einfach wichtig, dieses Mitgefühl auch zu zeigen. Also man interessiert sich wirklich für das Gegenüber und man findet es spannend und man fragt und es ist wirklich dieses auf Augenhöhe sich treffen. Und wenn das Gegenüber erkennt, dann gibt es eine ganz andere Dynamik und dann ergibt sich diese Vertrauenssituation. Was aber noch ein wichtiger Punkt ist, ich habe ihnen nie gesagt, was sie tun sollen oder machen müssen oder dass sie jetzt arbeiten sollen. Weil wir haben wirklich zusammen, haben uns hingesetzt mehrmals und zusammen die Situation angeschaut. Und ich habe ihnen nur den Spiegel hingehalten, was sie mir erzählen. Und ich habe ihnen dann meine Sichtweise auf sie gegeben und meine Inputs gegeben. Und das, so sind wir einfach zusammen, ganz organisch hat sich das ergeben, sind wir zusammen auf diese Idee gekommen. Weil wenn etwas von außen kommt, dann funktioniert, also klar, man kann immer Dinge erzwingen, aber also mit solchen Jungs hätte das niemals funktioniert, niemals. Also das ist wirklich, wir hatten auch viel Glück auf unserer Reise, das ist klar, weil es ist eine der schwierigsten Zielgruppen, um zusammenzuarbeiten, das ist klar. Also vor allem, besteht nur aus Misstrauen von Anfang an, also überhaupt ein Vertrauen aufzubauen und die glauben nicht einfach alles und die machen auch nicht einfach das, was ihnen gesagt wird, überhaupt nicht, im Gegenteil. Also es geht wirklich darum, mehr als Katalysator zu wirken, also sie von innen heraus aufzubauen, weil sonst hätte es niemals funktioniert, ja. Wie haben Sie so auf dich als Schweizer aus der reichen Schweiz reagiert? Wussten Sie überhaupt, was so die Schweiz ist? Hatten Sie ein Bild oder warst du einfach ein Weißer? Ja, Sie hatten nicht ein klares Bild. Also Ihr Bild ist mehr, weil es Kenia ist, Sie kennen mehr England, ist Ihnen vertrauter im Sinne von, weil Kenia war ursprünglich englische Kolonie. Also aufgrund von den News und Social Media sind sie mehr mit England vertraut. Sie haben eher ein Bild von Europa an sich, aber jetzt spezifisch die Schweiz nicht. Was natürlich, also der Stereotyp ist klar, ich bin ein weißer Mann aus
Europa. Das ist der Stereotyp. Und so wird man auch kategorisiert. Das heißt, der Stereotyp bedeutet, ich habe Geld. Das ist der Mindset. Was aus Ihrer Sicht und Situation auch stimmt, das ist klar. Aber Sie sind skeptisch. Also wenn jemand von außen kommt, dann ist man misstrauisch und skeptisch. Also das braucht Zeit, bis man das durchbricht. Aber das ist auch meine Leine, also das ist auch mein persönlicher Challenge. Also das ist auch etwas, was mich einfach antreibt im Leben allgemein. Deshalb fiel es mir leicht, ja. Und wie sind so Ihre Familien und Freunde? Gab es da überhaupt Familie und Freunde im Slum oder auf der Straße? Wie ging die? Ja, also Familie, das gibt es genug. Also sie haben ihre eigenen Kinder, das ist klar. Aber das sind fast alle, das sind auch, die sind jetzt bei alleinerziehenden Müttern. Das ist, ja, Kinder, die passieren einfach an so einem Ort häufig. Das ist ein großes Problem. Und sie selbst haben auch ihre Eltern, also sie haben zum Teil auch noch Kontakt. Und unsere Jungs, wir sind insgesamt 7 Guides jetzt, also die haben auch ganz unterschiedliche Geschichten. Also jeder hat eine andere Geschichte, wieso er auf der Straße gelandet ist. Also jemand wurde im Alter von 7 von zu Hause von der Mutter weggeschickt. Sie war drogenabhängig, also Alkoholikerin, drogenabhängig, und sie hat gesagt, als er 7 Jahre alt war, hey, du bist jetzt genug alt, um selbst auf dich aufzupassen. Und dann hat sie ihn sozusagen von zu Hause weggeschickt. Und ein anderer Guide zum Beispiel, er hat mit im Alter von 5 Jahren das Haus verlassen, weil die Mutter hatte einen neuen Lebenspartner, der ihn nicht akzeptiert hatte, und so musste er halt dann auf sich selbst schauen. Ein anderer war ein uneheliches Kind, wurde sozusagen vertrieben, und man rutscht aber auch automatisch da rein häufig, weil man dann Freunde hat, auch wenn man in die Schule geht, und ja, wenn 2, 3 dann das Leben auf der Straße entdeckt haben und kriminell werden, die haben dann am meisten Einfluss. Das ist so, weil die Struktur ist nicht wirklich vorhanden. Das sind so die Hauptgründe. Und was waren so deine, die größten Herausforderungen für dich jetzt in Kenia, ja, aber auch im Aufbau mit den Jugendlichen? Oder für, mit also die, dir? Ja, das ist eine gute Frage. Also die größte Herausforderung für mich in Kenia als Schweizer ist klar, man hat seine Ideen, es funktioniert jetzt und wir wollen alles vorantreiben. Und ja, wenn es dann offiziell wird mit den verschiedenen Institutionen, aber das ist bekannt in vielen, vielen Ländern, es geht einfach nicht so schnell vorwärts. Das System ist korrupt. Man muss ständig flexibel sein, neue Lösungen finden, Umwege finden. Das ist ein Riesen-Challenge, also so für vor allem hier, weil man kennt es nicht als Schweizer. Da läuft alles nach Plan und man weiß, A führt zu B und B zu C, und in 2 Wochen habe ich das. Das geht alles nicht. Also das war so ein innerer persönlicher Kampf, der mich immer so genervt hatte. Und es kostete viel Zeit, aber schlussendlich rückblickend hat es mir auch die Augen geöffnet. Also das ist positiv. Und mit den Jugendlichen selbst, mit den Jungs, extrem viele Herausforderungen. Also eine Herausforderung ist, war bis heute, also das habe ich erst jetzt nach eigentlich 2 Jahren wirklich gemerkt, das volle Vertrauen bekommt man nie von ihnen. Die 100%, wie ich es hier habe in der Schweiz mit meinen langjährigen Schweizer Freunden, das geht nicht. Und zwar nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie es nicht können. Also mir ist aufgefallen, wenn du so aufgewachsen bist auf der Straße und von Kleinkindesalter nur mit Gewalt, Betrug, Survival of the fittest, also nur der Stärkste überlebt, wenn du so aufwächst, das brennt sich in dein Gehirn ein. Ich glaube, das kann in diesem Leben nie mehr vollständig geheilt werden. Also man hat, ist lustig, wie sie immer emotional, rational haben sie mir voll vertraut und ich ihnen auch, aber emotional, irgendwie ist da immer noch
etwas vorhanden. Sie können die Dinge nicht einfach aus der Hand geben. Mhm. Und das war immer ein Challenge. Und zum Teil auch ihnen die Dinge zu erklären. Aber das ist auch eine Leidenschaft. Also es dauert zum Teil länger, ihnen gewisse Sachverhalte oder Situationen zu erklären, wenn man mit dem Business voranschreiten will. Also ich muss auch noch sagen, wir sind kein NGO, wir sind ein offizielles kleines Business, das profitabel sein muss und es zum Glück auch ist jetzt. Aber das muss funktionieren und da muss man immer wieder Dinge erklären und bis sie das mal kapiert haben, das kann dauern. Und dann fragen sie wieder nach, sie haben es doch nicht ganz kapiert. Okay, ich muss es noch anders erklären. Aber das mache ich auch gerne. Aber das war immer eine Herausforderung. Welche Sprache sprechen sie? Welche Beispiele kann ich verwenden? Also es benötigt Zeit. Das ist, ja. Und du sprichst jetzt immer von Männern und alleinerziehenden Müttern. Wo sind die Mädchen oder was machen die Mädchen? Ja, das ist auch eine gute Frage. Was ich gelernt habe, ist ganz einfach ausgedrückt, die Straßenkinder sind eigentlich immer Jungs. Und zwar aus zwei Gründen. Der Hauptgrund ist, dass heutzutage gibt es diesen globalen Trend, dieses sogenannte Women Empowerment, existiert insbesondere in der Entwicklungshilfe, schon seit ein paar Jahren, weil man erkannt hat, dass insbesondere in afrikanischen Ländern die Frauen eigentlich diejenigen sind, die die Gemeinschaft und Community vorantreiben, dass alles an den Frauen hängt. Und deshalb ist der Fokus komplett auf die Frauen gegangen. Und das führt auch dazu, und das weiß ich aus erster Hand von den Guides, mit denen ich zusammenarbeite, die haben auch Geschwister. Und die haben auch Schwestern. Und die sagen alle offiziell, wenn die Mutter ein Mädchen zur Welt bringt, schon am nächsten Tag steht jemand von einem NGO vor der Tür und fragt, können wir deine Tochter haben? Sie kann hier in die Schule gehen. Und die Jungs werden ein bisschen zurückgelassen. Also jetzt fokussieren sich alle auf die Mädchen. Das ist ein Grund. Der zweite Grund, diese Mädchen, die nicht davon profitieren können, also die sind die nicht bevorzugt werden von diesem sogenannten System, das jetzt auf Frauen und Mädchen fokussiert, die müssen das ist eigentlich eine traurige Geschichte, die müssen nicht betteln und nicht stehlen und eine kriminelle Karriere beginnen, weil entweder werden sie sehr jung verheiratet oder sie können sich prostituieren. Was natürlich viel eine einfachere und effizientere Möglichkeit ist, um schnell an Essen, Geld, Unterkunft zu kommen, als wenn man als Junge auf der Straße nach Geld fragen muss. Mhm. Ja, das ist der Hauptgrund. Okay, krass. Und wenn den Jungs das ja bewusst ist, dass für die Mädchen viel besser gesorgt wird, gibt es da auch irgendwie vielleicht eine Wut oder einen Hass auf die Frauen? Oder? Das weiß ich nicht. Ich kann es mir vorstellen, dass es langfristig einen Minderwertigkeitskomplex erzeugt, und zwar wirklich gesellschaftlich. Das heißt, ich habe mir das einfach mal überlegt. Ich habe da weder Studien darüber gelesen, ich weiß auch nicht, ob es das gibt, aber es scheint mir noch naheliegend zu sein, dass wenn alle nun auf diesen Zug aufspringen, es sind die Frauen, in die man investieren muss, wir müssen uns auf die Mädchen fokussieren, was alles auch stimmt, aber man soll das Kind dann auch nicht mit dem Bade ausschütten. Was dann wirklich passieren kann, ist, dass man sich als Junge einfach minderwertig vorkommt. Und das kann dann schon eine Dynamik erzeugen, dass man automatisch aufgibt im Leben, wenn sogar die Gesellschaft selbst oder das System selbst sagt, hey, du bist kein Mädchen, in dich investieren wir gar nicht, du bist gar nichts wert. Und du erlebst es sogar an deiner eigenen Schwester. Also sie bekommt alles und für dich interessiert sich niemand. Ich denke, es ist gut, dass man auf die Frauen und Mädchen sich fokussiert. Man darf aber die Jungs trotzdem nicht vergessen. Weil, wenn das kann dann ziemlich negativ zurückschlagen.
Also ich habe mir einfach mal überlegt, dass das unter Umständen eine sogar eine Ursache sein könnte, ich weiß es nicht, dass wenn Vergewaltigungen zunehmen oder dass dann wie unbewusst auch zurückgeschlagen wird. Also dass man, wie du gesagt hast, eine Wut entsteht. Das könnte sein. Ja, ich denke auch entweder das oder eben, dass sie sich einfach unterordnen lassen, so wie die Frauen früher, weil früher waren ja oft auch die Mädchen, konnte man nicht brauchen. Naja, das tun sie nicht. Das tun sie nicht. Sie holen sich dann einfach, sie kompensieren es dann anderswo. Also dann sind sie einfach, keine Ahnung, also dann holen sie die Bestätigung eben in der Kriminalität oder wo auch immer. Ja. Also da... Ja, also das vor allem bei Jungs und jungen Männern, das ist Statusdenken, spielt eine große Rolle. Jeder will der Beste und Größte sein. Aber das wird dann halt häufig dann halt destruktiv ausgelebt, weil sie gar keine andere Möglichkeit haben. Und wenn sie natürlich diesen Minderwertigkeitskomplex dann entwickeln, es kann sein, dass dann dieser Effekt noch extremer wird. Das, aber das weiß ich nicht, das habe ich mir einfach mal überlegt, ja. Dass das sein könnte, der Fall sein könnte. Und wie schauen die Jungs auf ihr ihr Leben vorher zurück? Ja, also sie sind einen enormen Wandel durchgegangen innerhalb von kürzester Zeit. Sie haben ihr Mindset geändert und sie sind sehr froh, dass sie es geschafft haben und was sich bei ihnen entwickelt hat, ist dieses Verantwortungsgefühl ihrer Community gegenüber. Also unser Impact, wir wollten nie möglichst viele Jungs erreichen. Das geht gar nicht als profitables Business. Wir sind keine NGO, das ist auf Spendengeldern basiert. Der Impact, den wir haben wollen, ist die Welt zu inspirieren, dass es möglich ist, etwas aus sich zu machen, auch wenn man aus solch einer Situation kommt. Und genau das tun sie jetzt. Also jeder in der Community kennt sie. Und einer unserer Guides, er war in Matar-Islam einer der schlimmsten Gangster, die es gab. Also sein Name war überall bekannt. Er war wirklich einer der mit Abstand am schlimmsten. Also noch heute rauben andere Jungs Leute aus unter seinem Namen. Weil der Name ist immer noch, irgendwo schwebt noch herum. Also der hat wirklich, er hatte einen schlimmen Ruf. Und er hatte sich innerhalb von 2 Monaten komplett um 180 Grad gedreht, seit er bei Nainami, so wie wir heißen, seit er für Nainami arbeitet als Tourguide. Also für ihn ist das alles. Das ist sein Leben und er ist voller Leidenschaft dabei. Und er hat wirklich erkannt, dass das sein Weg ist. Und der jetzt... So eine Person inspiriert natürlich andere Jugendliche, weil die Leute im Matar-Islam können es nicht glauben, dass eine Person wie er es geschafft hat, den Spieß umzudrehen. Also das haben sie noch nie gesehen. Und unsere Jungs gehen häufig, sie sind jetzt aus dem Slum ausgezogen, durch das, dass sie halt ein Salär verdienen, ein monatliches und ein etwas höheres Salär. Und sie gehen, jede freie Minute sind sie wieder in ihrer Community und sprechen mit anderen Jungs und sie begleiten die und geben ihnen Impuls und wollen wirklich das weitergeben auch. Also dort sehen wir auch unseren Impact vor allem. Schön. Ja, aber der Wandel ist, das muss ich noch erwähnen, also Selbstbewusstsein, ist das, was am meisten sich verändert hat. Also, als ich sie getroffen habe, ja klar, sie sind die coolen Jungs und die starken Jungs in ihrer Welt, aber wenn man sie da rausholt, dann sind sie niemand. Und das wissen sie auch. Also eben, da ist nichts vorhanden. Und dadurch, dass sie jetzt zum ersten Mal positives Feedback erhalten und offiziell Wert generieren können für andere Menschen, die sogar noch aus dem Ausland kommen und sie haben positives Feedback und sie werden sogar noch von denen bezahlt. Das ist einfach ihr Selbstwert. Also ihr ganzes Selbstwert hat sich aufgebaut und jetzt sind sie viel selbstbewusster. Also sie leben, wer sie sind, eigentlich im positiven Sinne. Das ist der Hauptimpact, wenn man jetzt vom Individuum spricht, ja, definitiv. Ja.
Mit wie vielen Leuten hast du vor 3 Jahren das erste Mal Kontakt gehabt? Oder mit wie vielen? Begonnen? Weil ich ziehe 7 gestartet haben wir mit 3. Mit 3 Jungs. Und das sind auch die Gründe. Und auch jetzt ich habe alles übergeben. Es läuft jetzt, ich bin wieder zurück in der Schweiz. Es gehört Ihnen. Das ganze Business und alles, ich habe alles Ihnen überlassen. Das war von Anfang an das Ziel. Und Sie managen jetzt alles, ich unterstütze Sie einfach. Und das gehört jetzt auch diesen 3 ursprünglichen sogenannten Co-Foundern. Ja, also Sie, im rechtlichen Sinne gehört es Ihnen. Und ich unterstütze einfach bei gewissen Dingen im Hintergrund, die anfallen zum Teil. Ja, aber mehr so nebenbei. Okay, cool. Ja. Wow, so von 3 Jahren aus dem Slums in eine 7-köpfige Firma? Ja. Ja, ein kleines Business, ja, was mich, wobei es geht, ich bin nicht so der Business-Typ im Sinn von, was mich interessiert, nicht das Geld oder das ein Business aufzuziehen. Was mich interessiert, ist Innovation, Kreativität und unternehmerisch etwas auf die Beine zu stellen. Aber dann ein Business zu skalieren oder dann, also wenn es dann offizieller wird, da, das ist nicht so mein Interessensgebiet im Allgemeinen. Und natürlich der Hauptkern sind die Menschen dahinter. Also was mich wirklich antreibt, ist mit Menschen, die irgendwo stecken geblieben sind, junge Menschen, ihnen helfen, weiterzukommen im Leben. Durch Innovation, Kreativität, Selbstreflexion, Struktur, was auch immer sich da ergibt. Ja. Aber es ist ja auch, also es ist ja mega schön zu sehen, jetzt du hast den Jungs aus den Slums geholfen, die haben etwas mega Cooles bewirkt und erschaffen mit dir. Und jetzt können die nach nur 3 Jahren das schon wieder weitergeben? Oder wahrscheinlich schon während den 3 Jahren? Das ist cool, ja. Das muss ich auch ein Lob an Sie. Also Sie machen es auch sehr gut. Also beispielsweise, das meine ich jetzt mit Augenhöhe. Sie sind verantwortlich, Sie waren schon immer verantwortlich für die Tour und für die Kunden. Ich war verantwortlich für das Ganze im Hintergrund. Ich musste das ganze Business aufsetzen, Marketing, Website, Buchungssoftware, Tools etc. etc. Das ganze Rechtliche. Ich war für diese Dinge zuständig. Also es war 50-50. Sie übernehmen Ihren Part, ich übernehme meinen Part. Und dieses Zusammenspiel, das war es, was es so fruchtbar gemacht hatte. Und jetzt ist eigentlich auch, also deshalb funktioniert es ja auch, egal wer. Ich kann auch in einem Satz sagen, wenn mich jemand fragt, ja, was machst du so? Ja, ich mache Business mit Gangstern in Nairobi in einem Slum, kann man auch sagen. Wobei, die Touren sind dann nicht im Slum. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Also wir machen keine Slum-Touren, die Touren finden im Stadtzentrum statt von Nairobi. Wir würden keine Slum-Touren anbieten. Das ist aus verschiedenen Gründen. Ja. Ja, das habe ich auch auf der Seite gesehen. Und ja, das vergessen wir oft. Es interessiert uns Touristen oder Reisende, wie man da lebt. Aber wenn man sich mal in die Situation der Menschen versetzt, dann wollen wir auch nicht, dass jeder hier durch unsere Wohnung läuft und man sagt, hallo, oh, ihr seid so arm, zum Glück geht es mir besser. Also es ist eigentlich weil das Stadtzentrum, erstens mal ist es dort, wo die Straßenkinder aufgewachsen sind. Also man geht dorthin, wo man klauen und betteln etc. kann. Und ein Slum ist eine Nachbarschaft und ziemlich intim und es ist kein Zoo. Und die Touristen, die wollen Fotos machen, etwas anschauen. Und die Leute, die dort leben, die wollen das auch nicht. Die haben die Schnauze wirklich voll. Und man kann nicht so einen Ort ausnutzen. Was auch noch dazu kommt, unser Konzept ist, wir wollen eine Begegnung schaffen und diese zwei Welten zusammenbringen. Jede Person bekommt bekommt seinen eigenen Guide und man tauscht Geschichten aus.
Und wenn die Leute dann kommen, um ein Slum zu sehen, dann brauchen sie einfach einen Guide als Security Guard sozusagen, der sie durchs Slum führt. Aber was sie eigentlich wollen, ist einfach die Armut zu sehen und Fotos zu machen. Und dann die ganze Dynamik wäre weg, das ganze Konzept wäre nicht dasselbe. Ja. Ja, mir ist nämlich eingefallen, ich war in Manila auch auf so einer Slum-Tour. Aber da gab es eine Frau, die war unser Guide, aber die hat auch sehr viel erzählt. Und die hat danach erzählt, dass sie so für Frauen Events macht. Halt über die ganzen Frauenthemen aufklärt, über Verhütung aufklärt. Und halt wirklich auch so wie die Jungs, glaube ich jetzt, so ein bisschen was zurückgibt. Und durch das sie halt auch Englisch sprechen da, kann man sich auch von Frau zu Frau anders austauschen. Ja. Mhm. Also es gibt Slum-Touren auf dieser Welt. Es ist möglich, offiziell eine Slum-Tour zu ermöglichen, die auch ethisch vertretbar ist. Es braucht aber mehr. Also da muss man die ganze Struktur und das Setting richtig aufbauen, und zwar so, dass alle davon profitieren können und es wirklich auch einen Mehrwert für die Community bringt. Ansonsten ist es einfach das Ausnutzen eine Situation auf Kosten anderer Leute, um sich so dann in die eigene Tasche zu wirtschaften. Ja, also das ist, aber es ist möglich, ja, es wäre möglich, ja, es braucht einfach mehr. Ja, und wenn man jetzt einfach mal so in so ein Land reist, auch ich habe mir das ehrlich gesagt noch nie so überlegt, vor allem weil ich ja auch nicht gaffen will, sondern ich mich auch für die Menschen interessiere und ich hätte eigentlich viel lieber noch einen engeren Kontakt, was dann leider meistens nicht möglich ist. Aber klar, wenn die da wohnen. Ja. Also es ist, ich verurteile nicht Leute, die auf eine Slum-Tour gehen, weil es ist ja normal. Man geht in die Ferien und denkt, wow, es gibt erstens mal gibt es auch das Angebot, also man kann, es steht ja zur Verfügung. Und klar, mich interessiert das auch. Man muss sich einfach bewusst sein, welchen Schaden man damit anrichtet und vor allem auch sich selbst die Frage stellen, wieso will ich das überhaupt? Weil häufig findet man danach Antworten bei sich selbst. Also was in mir bringt mich jetzt dazu, wirklich an so einen Ort zu gehen? Und weil man hinterlässt zum Teil auch einen Schaden. Also es kommt ganz darauf an, weil man es ist wie ein Fremdkörper im Alltag der Community. Man kann auch die Community aufrütteln oder provozieren oder ja, also ich. Ja, man muss einfach vorsichtig sein und schauen, mit wem man wenn man eine Slum-Tour macht. Und auch dabei überlegt, wer profitiert jetzt wie genau davon? Mhm. Was ist der Sinn dahinter? Mhm. Das ist noch wichtig, ja. Ja. Ja, mega spannend, mega toll, was du gemacht hast oder was so deine Beweggründe sind. Finde ich mega schön. Ja, vielen Dank, freut mich. Ja. Und, ja. Wo findet man Nainami und dich? Ja, also wir haben eine Webseite, nai-nami.com. Aber ich denke, du wirst es auch jetzt in den Shownotes den Link aufzeigen. Ja, genau. Das ist die Webseite, da kann man, gibt es auch noch Videos von den Guides. Wir haben einen Film gedreht, einen 10-minütigen, die Geschichte eines Guides. Dort erfährt man eigentlich bei diesem Film, ist eine Kurzdoku über sein Leben, wie die Situation wirklich ist, wie er sich verändert hat, was er heute macht. Und ansonsten habe ich noch meine persönliche Webseite, die gianmarco-marinello.com, und dort sieht man auch mein Portfolio, was ich so gemacht habe, und dort wird man jetzt dann wahrscheinlich auch verfolgen können, was ich in Zukunft machen werde, weil mein Ziel ist es jetzt in der Schweiz, das Konzept, was ich mit Nainami in Nairobi gemacht habe, nun in die Schweiz beziehungsweise in unsere Gesellschaft zu bringen. Ebenfalls mit dem Ziel, jungen Menschen, die irgendwo im Leben nicht weiterkommen, die ihre Bestimmung oder was es auch immer sein wird, nicht gefunden haben, diesen Menschen irgendwie helfen, insbesondere in Bezug auf den schnellen gesellschaftlichen Wandel, der jetzt immer mehr und mehr zunimmt in Zukunft, herauszufinden, wer sind sie wirklich, was macht sie aus, was ist ihre Einzigartigkeit, wie können sie sich stets neu erfinden mit dem, was sie bereits haben, um so diese Barrieren überwinden zu können.
Schön. Ich bin gespannt, was da ja, ergeben ich wird. Auch. Ich weiß, für wen und wo und was. Ja, auf jeden Fall schon mal viel, viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Und auch vielen Dank für die Möglichkeit. Und ich hoffe, ich kann andere Menschen inspirieren. Und man kann mir auch schreiben. Also ich bin gerne bereit, Auskunft zu geben. Oder auch Leute, die denken, nee, ich will jetzt was Ähnliches machen. Ich will auch irgendwo hinreisen. Also ich kann da gerne noch mehr teilen. Also Do's und Don'ts und Lessons learned. Und ja, das ist kein Problem. Also in den Shownotes, denke ich, findet man auch meine Kontakte. Ja, packe ich alles rein. Super. Cool. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ja, danke dir auch und ebenfalls dir auch alles Gute. Danke. Ich finde es total beeindruckend, was Gianmarco in Kenia auf die Beine gestellt hat. Und es zeigt wie so oft, was möglich ist, wenn Menschen anderen Menschen auf Augenhöhe begegnen. Ich hoffe, dir hat das Interview auch gefallen und falls dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung in iTunes und wünsche dir alles Gute. Schön, dass du da bist.